Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Kurz gesagt, heute geht es um diese mysteriösen Ringe an der Gabel. Wir haben jetzt öfter schon die Frage gelesen und auch selbst bekommen, warum denn eigentlich an allen Motorrädern, die wir hier so bewegen, Ringe an den Gabelholmen sind. Da wollten wir euch jetzt einfach mal aufklären und auch die, die schon wissen, was das ist, wollten wir mal aufklären darüber, was es denn genau bringt. Das ist ein sogenannter Hubindikator und wie der Name schon sagt, indiziert er mir, welchen Hub die Gabel zurücklegt. Also ich schiebe den grundsätzlich relativ weit oben an die Gabel, fahre dann einen Turn auf der Rennstrecke oder auf der Straße und je nachdem, wie weit unten das Ding dann ist, weiß ich ja, wie weit meine Gabel einfedert. Wenn ich jetzt den Fall habe, dass ich auf der Landstraße ganz normal fahre, ohne harte Bremsungen, wirklich nur ein bisschen rolle und das Ding ist schon hier unten, dann weiß ich, dass irgendwas nicht stimmt, entweder mit meiner Feder oder mit der Dämpfung. Wenn ich dagegen auf der Rennstrecke fahre und alles gebe und zum Beispiel die Parabolika in Hockenheim anbremse und danach der Indikator noch hier steht, dann weiß ich auch, dass irgendwas nicht stimmt, nämlich dass die Dämpfung entweder viel zu stramm ist oder dass die Federrate viel, viel, viel zu hoch ist. Umgekehrt natürlich so eine viel zu softe Feder oder eine viel zu lasche Dämpfung. Die Federwegsindikatoren, die kommen in vielen verschiedenen Farben und Formen. Das ist jetzt einer von Öhlins. Das heißt, das ist ein relativ reibungsarmer Kunststoffring mit so einer Metallspiralfeder drumherum, der den zusammenhält. Das gleitet also, als wäre es nichts. Natürlich gibt es dann auch noch die Option, normale Gummiringe zu verwenden oder eben Federwegsindikatoren, die ein bisschen minderwertig oder ein bisschen mindere Qualität haben als das. Das erfordert aber alles einen Service bzw. einen Ausbau des Tauchrohrs und deswegen gibt es natürlich auch noch die Variante, hier einfach einen Kabelbinder rumzumachen. Ist völlig legitim. Wenn ihr aber einen Kabelbinder als Hubindikator verwendet oder als Federwegsindikator, dann bitte achtet darauf, dass der nicht zu stramm gezogen ist, dass nichts unter dem Kabelbinder eingeklemmt ist, wenn ihr ihn zuzieht, weil wenn ihr jetzt hier einen Stein einklemmt unter dem Kabelbinder, dann hat das verheerende Folgen. Dann könnt ihr im Prinzip wahrscheinlich den Kratzer, wenn er tiefer ist, nicht mehr ausbessern und müsst das ganze Ding einmal revidieren. Und ihr solltet auch darauf achten, dass keine spitzen Kanten abstehen von dem Kabelbinder, den man dafür nimmt, der dann irgendwie hier entweder die Staubkappe oder vielleicht sogar dann drunter noch den Simmering beschädigen kann. Da also immer ein bisschen aufpassen, grundsätzlich aber eine sehr gute Idee. Und eine coole Sache, wie man einfach und schnell rausfinden kann, ob zumindest grundlegend die Dämpfungseinstellungen stimmen und ob der Federweg auch effektiv genutzt wird. Deswegen Hubindikatoren eigentlich an allen Motorrädern, die wir fahren, viele verschiedene Formen und Farben. Und wenn ihr es selber mal ausprobieren wollt, könnt ihr auch, wie gesagt, einfach einen Kabelbinder zur Hand nehmen. Wir hoffen, das hat euch jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht und freuen uns aufs nächste Mal. Falls ihr noch irgendwelche Vorschläge habt für weitere Kurzgesagt-Videos, dann gerne in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.